Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Und nein, wir spielen nicht GTA 2, sondern SnowRunner. Ich hab's auch gerade gesagt, ne? Ja, also, letzte Folge hier an der Stelle. Es war eine ganz schöne Prozedur. Hat, ja, ich meine, wir haben es am Ende dann geschafft, aber hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich würde aber auch primär sagen, das liegt am Caterpillar und an dieser vierten Achse. Hier sehen wir noch die ganzen Fahrspuren. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber gut, wir haben es geschafft. Und da wir jetzt schon mal hier sind, haben wir noch eine weitere Aufgabe. Wir müssen mal gucken, weil jetzt der Sprit natürlich, ganz schön zur Neige gegangen ist. Nur noch halb voll. Kein Ersatzsprit direkt dabei. Aber wir haben die, wir können hier gleich die Aufgabe machen, und zwar ungeplante Entladung, Lieferung zur Druckerei, Zellulose müssen wir einmal abliefern. Moment, kommen wir so, ohne das gleich, ja, ohne das umkippt. Kriegen wir das hin? Nee, kriegen wir nicht ohne abkoppeln. Ist aber auch kein Problem. Koppeln wir einfach ab. Kranmodus. Stützen. Eieieiei. Stützen einmal ausfahren. Da bin ich immer froh, dass das mit dem Kran eigentlich sehr gut funktioniert. So was die Reichweite anbelangt. Denn wenn man da jetzt irgendwie einen ganz großen Kran holen müsste, nur für ja, so ein bisschen Zellulose, was hier rumflattert, wäre jetzt nicht so nice. Ich weiß gar nicht, was jetzt wirklich sinnvoller wäre, wie man die verladen würde. In der Realität würde man sie, glaube ich, möglichst verteilen, so dass in dem Sinne die Gewichtsverteilung nicht auf möglichst vielen Achsen ist. Das heißt, man würde wohl einen nach vorne packen und einen, also einen auf den Drehschemel und einen hinten auf die hinteren zwei Achsen. Aber da ja hier in dem Spiel die Reifen hinten von dem Sattel immer diese 0815 Schrottreifen sind, was ich übrigens überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass das nicht customizable ist. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass sie, wenn wir hier gleich ankoppeln, nicht alles durch die Gegend fliegt. Na? Oh, hat gepasst. Verladen. Perfekt. Und jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Wohin? Und ganz nach da hinten. Und welchen Weg nehmen wir? Ja. Nee, es ist für mich klar. Wir fahren hier runter und ab dann nur Straße. Komplett. Wir fahren einmal außen rum. Das bin mir jetzt ganz sicher, dass das schneller ist.
hier hoch und hier hin. Als hier querfeld ein. Nee. Und in dem Falle würde ich sogar sagen, wir fahren hier lang und probieren mal den Weg aus. Da müssen wir nicht irgendwie versuchen, hier zu wenden oder rückwärts zu fahren. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen, weil sprittechnisch sieht es ein bisschen trocken aus. Noch nicht ganz, nur noch ein Drittel. Noch nicht ganz, nur noch ein Drittel. Oh, legendär. So, gucken wir mal, ob wir mit dem High Gear hier vielleicht ein kleines bisschen Sprit sparen können, uns ein bisschen beschleunigt fortbewegen, ohne aber jetzt natürlich hier zu aggressiv zu sein. Na, das war nicht ganz fair. Ich bin echt langsam gefahren. Das fand ich jetzt nicht ganz fair. So, ja, das fand ich dann schon eher fair. Und so, und da passiert gar nichts, weißt du? Das wäre normalerweise absoluter Totalschaden. Chassis verzogen, alles drum und dran. Aber ich kann damit leben. Haben wir hier irgendeine... Das ist nur... Aufgabe anzeigen? Ah, gucke mal. Da können wir die Aufgabe ja auch... wenn wir gerade hier sind, haben wir da irgendeine... ein Fertigungsfehler. Ein Fertigungsfehler. Lange Planken. Ah, die müssen wir da aufheben. Und da wieder hinbringen. Okay. It is what it is. Jetzt auf jeden Fall nichts, was wir hier mitnehmen können. Aber ich würde einfach mal sagen, das machen wir im Timelapse. Und dann hören wir uns gleich wieder. Look around. There's stuff to be learned, body to be turned, it seems. Yes, there is. You got to pay your dues before it's all cookies and cream. Some people want the dinner cooked and served. They deserve narcissists with a runaway self-esteem. But let me tell you, you got to pay your dues before it's all cookies and cream. Das war eine schön schnelle Nummer. Wo müssen wir es hinbringen? Genau um 12 Uhr. Auf 12 Uhr, wollte ich sagen. Zweimal Zellulose. Ich muss natürlich vorher noch einmal... Ihr kennt das. Einmal einen schönen... Oh ja, sieht gut aus. Gefällt mir. Jetzt muss nur noch das hier mit der Schärfe stimmen. Den Brennpunkt setzen wir ordentlich. Dann nochmal Tiefenschärfenbereich. Zack. Haben wir gemacht.
Passt. Auftanken konnten wir auch nochmal. Perfekt. Haben wir die Aufgabe auch schon. Ein Träumchen ist es. Ein Träumchen. Und das bringt mich dazu, dass ich einmal überfliege, welche Aufgabe wir als nächstes machen können. Und dann melde ich mich wieder. Okay, ich habe einmal geschaut. Und da gibt es eine tolle Kombination wieder. Und zwar hier, scharfe Kurve, direkt wo wir sind, scharfe Kurve. Wir müssen den Hammer H2, den wir hier drinnen liegen haben, den müssen wir zum Haus liefern. Und wenn wir beim Haus sind, können wir die langen Planken hier wieder in die Fertigungs-, für die Einfertigungsfehlermission herbringen. Das ist ein bisschen doof, weil ich glaube, es waren zweimal lange Planken und mittlere Planken haben zwei Slots, lange Planken, bin ich mir sicher, haben drei oder vier Slots. Und wir haben ja hier eine Fünf-Slot-Pritsche, genau. Das heißt, ja, also beides werden wir vielleicht nicht gleichzeitig transportieren können. Und eigentlich so huppelig, wie das hier ist, denke ich nicht. Aber auf jeden Fall sollten wir das mit dem H2 hinbekommen. Ich bin noch am Überlegen, ob wir den hinter uns herziehen oder ob wir einmal versuchen, ihn hier auf den Sattelauflieger draufzuschmeißen. Das werden wir jetzt gleich sehen, inwiefern. Da ist er. Scharfe Kurve von da. Beim Hochfahren, okay, nicht gesehen, ne? Nicht gesehen, sich so über die wunderbare, wunderschöne Natur gefreut. Okay, verstehe ich. Kran. Keine Ahnung, ob der das kann. Der H2 ist schon eine dicke Olga. Ich hoffe, da fühlt sich niemand irgendwie angegriffen oder sowas. Natürlich überhaupt nicht böse gemeint. Bewegt er sich hoch? Nee, ne? Nee. Da müssen wir gut aufpassen. Da können wir uns... Ich will, dass er sich einmal so umdreht. Jetzt. Perfekt. Komplett einmal ausfahren. Einmal komplett runter. Ah, das war zu weit. Auf, komm, du schaffst das. Ja. So, runterlassen können wir nämlich die Hosen immer. Aber das hier ist gleich nochmal ein Bild. Ein Screenshot wert. Fotomodus. Das müssen wir auffangen. Ja. Oh ja. Oh ja, das gefällt mir. Es wäre noch schön, wenn der noch so ein bisschen gedreht wäre, aber wir wollen es ja jetzt auch nicht übertreiben. Das finde ich schon gut genug. Nice.
Mensch, das hat hervorragend geklappt. Wir wollen den Kran wiederherstellen und Fahrzeuge sichern. Los geht's. Da können wir uns auf den Weg machen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Nee. Ich wollte kurz erst einer links, einer rechts. Das machen wir aber nicht. Das machen wir nicht. Das war aber auch ein bisschen viel Luck gerade. Bisschen viel Glück. Nein. Viel besser. Ja, es wäre jetzt wieder, ne? Umkippen bei so einer doch recht simplen Mission. Wir haben natürlich jetzt eine Gewichtsverlagerung nach oben. Das ist, ja, das ist nicht zu leugnen. Und besser wäre vermutlicherweise, wenn der Hammer ganz hinten auf der Achse liegen würde. Aber dann müsste man abkoppeln und... Oder man könnte ihn lösen, dann irgendwie ihn runterrollen lassen und dann fällt er mir runter. Ach nee, lass mal. Das machen wir jetzt so. Das wird schon. Müssen wir jetzt hier schon hoch oder... Nee. Hier müssen wir hoch. Wir werden aber vorher noch einmal auftanken. Das machen wir natürlich ohne den Auflieger. Süß, wie der dann immer so tschum, hochhüpft. Schön wäre natürlich, wenn man jetzt hier was reparieren könnte, aber da gibt's keine Chance. Ist schon lustig, wie man schalten muss, um besonders schnell Gas geben zu können. Erst ganz kurz in den Lastengang. Ja, weil wenn man zu früh in die Automatik schaltet, bevor man vorwärts rollt, dann, ist der in irgendeinem Schaltmodus noch. Und dann bewegt man sich da nicht so schnell von der Stelle. Okay, also. Einmal hier mit Römses hochfahren. Ah, verdammt. Ich habe keine Ahnung. Hier. Um sicher zu gehen. Ja, ich hab Bammel, da durchzufahren. Können wir da nicht hier irgendwie so ein bisschen außen rum? Nee, das sieht mir aber auch wieder zu tippy aus. Ich fahr mal lieber hier hin. Oder hier lang. Ja, hätte der, ich wollte Sommerreifen gerade sagen, hätte der einfach ordentliche Matschreifen, dann hätte ich nicht immer diese Phobie, hier durch Matsch durchzufahren.
Und dann hätte der kein Problem mit seiner vierten Achse. Wie als wäre das so eine Achillesferse, diese vierte Achse. Eigentlich was ganz Tolles, aber ja. Aua, jetzt habe ich mir die Federung aber sowas von zerstört. Aber hey, kaputter gehen kann sie nicht, ne? Hauptsache, der Tank geht nicht kaputt. Habe ich ja schon mal gesagt. Das ist das Allerschlimmste. Ja gut, das ist halt, wenn die Federung kaputt ist, dann passiert da auch nichts mehr. Wenn die Federung kaputt ist, dann passiert da auch nichts mehr. Wie kommen wir am schnellsten hier hin? Jetzt müssen wir einmal schauen. Wie kommen wir am schnellsten hier hin? Mit dem Tiger? Und ich brauche eine Reparatureinheit. Mit dem Tiger und eine Reparatureinheit, so Mamas. Vielleicht darf ich da nicht ganz so empfindlich sein. Vielleicht macht er das doch besser, wie ich befürchte, dass das nicht tut. Und ist alles nur halb so wild. Ich überlebe gerade, nehme ich nur den Service, nehme ich das reine Reparaturmodul oder nehme ich diese All-in-One. Oh, was ist das? Ah, das ist der neue für den... Cool. Das ist der neue für den... für diesen... Harvester. Also Service-Anhänger. Dann könnten wir natürlich schön alles reparieren. Dann können wir alles reparieren. Wir müssen alles reparieren. Aber beim Tiger packen wir keinen Anhänger mit. Keinen Rahmenaufsatz mit. Ich bin jetzt gerade total irritiert. Haben wir jetzt schon... Haben wir zeitlich jetzt schon alles? Muss ich jetzt hier ein Päuschen machen oder nicht? Wir fahren auch einmal hier lang. Wir fahren einmal hier lang, um zu sehen, ob man hier vielleicht doch durchfahren könnte. Weil bis jetzt kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir hier wirklich lang gefahren sind. Ich würde sagen, wir fahren hier hin und dann hier hoch. Das ist das Allerbeste. Ansonsten müssen wir dann hier einmal hochfahren. Was hatten wir denn jetzt gemacht? Oh Gott, manchmal unterbreche ich mich da selbst. Wir haben die Zellulose weggebracht. Dann habe ich geguckt, was wir gemacht haben, was wir als nächstes machen. Habe das rausgefunden und da sind wir definitiv am Ende dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Ihr wisst Bescheid. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Das ist großartig. Dann können wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wie großartig ihr Season 14 findet. Lasst es mich wissen. Schönes Diskussionsmaterial. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.